Hallo Leute! Hallo! Herzlich willkommen hier bei uns wieder in der Küche. Wie versprochen gibt es heute ein schönes, leckeres Steak, damit ihr seht, dass man mit unseren Soßen nicht nur Nudeln kochen kann, sondern dass sie auch ganz gut zu Fleisch passen. Heute machen wir Bistecca alla Pizzaiolo. Pizzaiolo heißt Pizzabäcker. Warum das aber so heißt, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Tomatensauce, die auch auf Pizza kommt? Nee, ach, ey, bevor wir jetzt anfangen, hier irgendwas zu uns auszudenken. Es heißt, wie es kein heißt. Plan. Es ist, es gibt natürlich tausend verschiedene Arten und Weisen, das zu machen. Ich mache es so, wie ich es von meinem Vater kenne. Dazu brauchen wir Kapern, Oliven, Knoblauch, Zwiebeln und eine vernünftige Tomatensauce und natürlich Olivenöl und ein schönes Steak. Das liegt hier drin, das gart langsam vor sich hin. Dazu kommen wir gleich. Als Beilage, damit du auch so ein bisschen was davon hast, machen wir Bratkartoffeln. Genau. Aber das Fleisch ist natürlich von Olli, daher brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Ab und zu isst Johanna auch mal ein Stück Fleisch. Du musst ja wissen, ganz, was du ganz selten, ne? Ganz, ganz selten. Aber ja, wenn ein neuer Burger drin ist oder so, musst du den auch probieren, ganz klar. Aber nur, wenn sie weiß, dass das Fleisch von Olli kommt, weil wir wissen, dass es da gut ist. Und naja, okay, wir machen zu dem Bistecca, machen wir, also Bistecca à la Pizzaiolo und Steak à la Pizzabäcker, machen wir Bratkartoffeln. Dazu brauchen wir natürlich Kartoffeln, festkochende Kartoffeln, Speck, ein bisschen Basilikum, Majoran, auch ruhig getrocknet, überhaupt nicht schlimm. Und Rapsöl nehmen wir zum Anbraten der Kartoffeln. Auch das ist von Olli. Das ist ja grandios. Wir werden übrigens nicht von ihm bezahlt. Das ist ein Werbespot für Olli. Olli, ich hoffe, du schaust es auch mal an. Okay, alles klar. Fangen wir an. Einmal kurz, ganz kurz zum Sous-Vide-Garn. Sous-Vide-Garn heißt im Vakuum. Also Sous-Vide heißt übersetzt Vakuum. Im Vakuum, genau. Im Vakuum, unter Vakuum. Unter Vakuum. Wenn man es ganz genau nimmt. Ja, du hast Französisch in der Schule gehabt. Und zwar wird das Steak, also in diesem Fall halt das Steak, vakuumiert mit Gewürzen. Ich habe jetzt nur Pfeffer und Rosmarin dran, weil ich finde, das passt ganz gut zu einem Rindersteak. Und dann kommt das bei... Das ist komplett raus gerade. Bei, in diesem Fall, 54 Grad. Da hänge ich aber mal eine Tabelle dran, bei welchem Gargrad ihr welche Temperatur einstellen müsst. Und so als Faustregel könnt ihr euch merken, pro Zentimeter Dicke des Steaks sollte das so eine halbe bis dreiviertel Stunde drin sein. Ich habe mein Steak jetzt so 2,5 Stunden drin, das ist 4 Zentimeter dick. Es kann ja nicht übergaren. Die Dinger sind wirklich grandios, sind auch gar nicht so teuer. Man braucht dazu natürlich noch einen Vakuumierer. Und ich denke, so mit 150 Euro bist du dabei. Und gerade jetzt, wo die Restaurants geschlossen haben und man doch vielleicht Bock hat auf ein geiles Steak, aber sich da nicht rantraut, weil es ja doch nicht so leicht ist, mal ein Steak auf die Garstufe zu bringen, wo man es haben möchte, wenn man keine Erfahrung hat, ist so ein Sous-Vide-Garn ein super Ding. Jetzt haben wir das aber schon da drin, das ist ja schon fertig. Ihr sollt ja natürlich nicht verpassen, wie das da reingekommen ist. Also switchen wir mal 2 Stunden zurück, 2,5 Stunden zurück und da zeige ich euch, wie wir das Steak einvakuumiert haben. So Leute, wir sind jetzt 2 Stunden zurückgereist in der Zeit und wollen jetzt erstmal unser Steak einvakuumieren. Dabei sollten wir so ein paar Sachen beachten. Einmal zum Würzen. Seid vorsichtig mit der Würze, weil beim Sous-Vide-Garn, dadurch, dass langsam und sehr lange gegart wird, wird der Geschmack sehr, sehr intensiv. Ich packe noch einen Rosmarinzweig mit rein. Tja. So einen halben. Und wenn ihr Fleisch reinpackt, krempelt das 2-mal um. Die Schweißnaht sollte immer sauber bleiben. Oder trocken bleiben, damit es hinterher auch vernünftig zuschweißt. Es wäre nämlich super ärgerlich, wenn ihr merkt, da ist Wasser in eurem Beutel, weil die Naht nicht richtig zu ist. Also ich packe hier jetzt einmal ein bisschen Pfeffer drauf. Oh, das ist aber ein dickes Stück Fleisch, hab ich da Bock drauf. Geil! So. Danach kannst du auf jeden Fall gut schlafen. Ja, dann schlafe ich wie ein Stein. Das kommt jetzt hier einmal rein. So sieht das Ganze dann aus. Pfeffer, Rosmarin, zukrempeln. So, ne? So sieht das dann aus. Ein schönes, dickes Stück Fleisch. Fertig ist es. Das ist unser Stück Fleisch. Und das kann jetzt für 2 Stunden hier rein. 2 Stunden später stehen wir wieder hier und jetzt können wir anfangen. Wir fangen jetzt einmal mit den Kartoffeln an. Ich schneide dir die mal eben schnell runter, weil die Kartoffeln müssen noch mal so 10 Minuten in kaltes Wasser. Wenn ihr Bratkartoffeln zu Hause machen müsst, wollt, ich lasse die Schale dran übrigens. Und dann wasche ich die, was heißt wasche ich die, lege ich die erstmal so 10 Minuten in kaltes Wasser. Und nach 10 Minuten im kalten Wasser spült sich die Stärke raus. Dann wird das Ganze nochmal abgespült, um die Stärke da runter zu kriegen. Dann werden die schön knusprig nachher. Wie dick schneide ich die? So 2 Millimeter dick ungefähr, die Kartoffelscheiben. Die rollen hier durch die Gegend, Alter.
So, dann können wir natürlich die Soße zum Bistecca auch schon machen. Dafür brauchen wir ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Kapern und Oliven. Das darfst du dann schon mal anrösten. Mein Trick kennt ihr ja mittlerweile wahrscheinlich, wie man eine Zwiebel schneidet. Und zwar lass dieses Ende immer dran, damit die Zwiebel nicht auseinanderfällt beim Schneiden. So hält die hinten schön zusammen. Und ein scharfes Messer bräuchte man natürlich auch, ne? Ach so, Knoblauchschälen kann ich euch auch noch einen Trick zeigen. Ihr drückt den hier einmal rein, so, dass ihr seht, dass es hier aufplatzt. Und dann reibt ihr den in der Hand. Und dann hat sich das ringsherum gelöst. Ihr könnt den ganz einfach lösen. So, da hacke ich jetzt auch ein paar Kapern, die nur so grob durchhacken. So, Leute, hier haben wir jetzt schon die Zwiebeln, Kapern, Knoblauch und Oliven angebraten. Jetzt fehlt eigentlich das Wichtigste noch, und das ist die Tomatensauce. Die kommt da jetzt mit drauf. Dann machen wir da noch ein bisschen Basilikum rein, ein bisschen Oregano. Und dann ist die Soße eigentlich schon fertig. Wir müssen die nur noch kochen. Dummerweise haben wir sie jetzt in der Pfanne gemacht. Die brauche ich nämlich gleich für die Bratkartoffeln. Daher kippen wir die einmal in den Topf um und lassen die einfach so leicht vor sich hin köcheln. Oregano. Während Johanna hinten die Soße umfüllt. Soll ich schon umfüllen, ja? Genau. Okay. Können wir jetzt auch schon mal die Pfanne dann wieder sauber machen für die Zwiebeln und den Speck, den wir gleich für den Kartoffeln brauchen. Kartoffeln sind jetzt auch gleich fertig, die sind jetzt schon seit knapp 10 Minuten drin. Das Öl lassen wir jetzt einmal nur in der Pfanne kurz heiß werden, stellen die Pfanne dann runter. Damit die Zwiebeln und den Speck nicht ganz so viel Feuer bekommen, lasse das hier kurz anbraten. Und den Speck dazu. Hier kommt dann gleich das Steak rein. So, die sind jetzt hier leicht angebraten. Ich packe das jetzt erstmal beiseite. Achso, und jetzt machst du die Kartoffeln rein? Jetzt machen wir dann die Kartoffeln rein. So, okay. Ihr seht jetzt hier, die Pfanne ist schön am Qualm, die ist schön heiß. Da schmeißen wir jetzt die Kartoffeln rein. Nicht zu viel rühren, lass die ruhig richtig schön anbraten. Was ich jetzt noch mache, ist, wir brauchen gleich noch Petersilie für die Kartoffeln. Das streue ich da hinterher drüber und das hacke ich mir jetzt eben noch mal schnell. So Leute, diese Kamera sollte eigentlich schon die ganze Zeit an sein, aber da hat jemand vergessen, sie anzumachen. Ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen. Ihr seht, die Kartoffeln, die sind schön kross geworden, schön braun geworden. Speck und Zwiebeln dazu. Das stellen wir hier jetzt runter. Jetzt brauchen wir nämlich das Steak. Ganz kleines bisschen Öl in die Pfanne. Die Pfanne lasse ich jetzt richtig, richtig heiß werden. Das Steak ist fertig. Wir wollen nur noch kurz eine braune Kruste oben drauf kriegen. Oh, das ist so ein dickes Stück Fleisch. Ich freue mich so. Ist das ein geiles Stück Fleisch? Oh Gott. Das tupfe ich mir mal ein bisschen ab. Ich will es ja nicht in der Pfanne kochen, deswegen mache ich das hier schön trocken. Das kommt jetzt nur noch einmal von jeder Seite kurz in die Pfanne, einmal schön scharf anbraten. Und so kriegt jeder zu Hause das perfekte Steak hin. Jetzt fange ich übrigens an, mein Steak zu salzen, kurz bevor es in die Pfanne kommt. Das kann da jetzt rein. So Leute, die Seite ist fertig. Auf die andere Seite. Geil. Wir wollen das nicht zu lange anbraten. Es soll jetzt nicht weiter durch werden. In der Mitte ist es schon fertig. So Leute, unser Steak ist jetzt fertig. Wenn ihr natürlich einen Beefer habt zu Hause, geht das Ganze viel schneller und kriegt noch eine viel, viel geilere Kruste hin. Aber ich denke, dafür, dass wir das zu Hause in der Pfanne gemacht haben, ist das schon sehr, sehr geil geworden. Hier seht ihr jetzt, haben wir unser Steak. Ich schneide das jetzt mal an. Und wie ihr seht, perfekt. So, das Steak ist fertig. Die Bratkartoffeln sollen ja auch schnell fertig gemacht werden. Da machen wir jetzt noch ein bisschen Majoran drauf. Und meine Petersilie, die frisch so
das Ganze nochmal schön durchgeschwenkt. So, dann können wir servieren, Leute.